Und damit herzlich willkommen zurück zu Stalker Cop, Stalker COP, Stalker Call of Pripyat. Wir haben hier aufgehört vor dieser Tür. So, ja? Und er sagt, drück einfach den Knopf oder so, ja. Retten, ich will ehrlich sein. Keine Zeit für einen Plausch, Kumpel. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Bleib ruhig, Mann. Wir können mit keinem reden, wir haben nämlich sehr, sehr wenig Shotgun-Munition. Das ist mir erst im Schnitt aufgefallen. Also in Ferdimann. Geht ihr mal vor, ihr habt mehr Munition als ich. Sonst kostet nur einen Schuss. Ich will mir übrigens nicht nach Pripyat gehen. Gut. Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Ventilatoren sind an. Geht ihr mal vor. Ich glaube, ich habe ein ernsthaftes Problem mit dem, mit der Luft hier unten, weil ich halt keinen geschlossenen Atemkreislauf habe. Was ist denn? Oh, oh. Cool bleiben. Zulu ist kraftig. Nein! Nicht Zulu! RIP Zulu. Ich hab zwar keine Ahnung, wer du warst, aber du warst gut. Aufgrund irgendwelcher Sachen, die ich gemacht habe, ist meine Teamstärke auch eigentlich stärker, also höher. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das bringt nichts. Nachladen. Nein, Kumpel. Oh shit. Und wir schießen mich meine Freunde mehr an als die Gegner mich hätten. Ach du Scheiße. Hier stimmt auch irgendetwas nicht. Meinst du? Wunderschön. Verdammt, ich wusste doch, dass wir nicht hierher hätten kommen sollen. What the fuck ist das? Ich glaube, das ist eine Bahnhofshalle. Das sieht mega gut aus, ja. Mich macht so ein bisschen nervös, dass da oben irgendwas rumleuchtet. Reden wir später. Okay, dann los weiter, Leute. Nachtsichtgerät habe ich leider keins. Wenn es hier überall Licht an ist, macht mich ein bisschen nervös. Ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt nicht mit denen hier lang gehen. Eine weitere Anomalie. Mal sehen. Ach, wir müssen also durch, okay. Ah, geh da lang und es wird dein letzter Spaziergang gewesen sein. RIP. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle mitgenommen habe, die ich hätte mitnehmen sollen. Hier ist ein Weg hindurch.
Hoffen wir, dass er irgendwo hinführt, wo es weniger gefährlich ist. Hier sind nur drei Anomalien, du Pussy. Hey, geh da nicht hin. Junge, die Leute haben Probleme. Kommt ihr? Oder muss ich jetzt mit dem alleine gehen? Stromzufuhr zur Tür ist unterbrochen, okay. Ich bin mir gerade wirklich nicht so ganz sicher, was ich machen soll. Hier steht ein Volley und ein Schnaps. Da unten ist eine Kiste. Nochmal genau der gleiche Anzug. Toll. Gut, dass ich den gekauft habe. Ich hätte übrigens wirklich gern irgendwann nochmal einen Sniper. So, was machen wir jetzt? Jungs. Hier lang oder was? Ah, jetzt folgen sie mir wieder. Hä? Guck mal, ganz komisch. Okay, hab ich noch eine andere Waffe mit? Aha. Okay. Die Stimmung ist gut. Das Tor hat keinen Strom. Da gab es wohl einen Stromausfall. Ja. Ich will ehrlich sein. Das ist weder der richtige Ort noch der richtige Zeitpunkt zu plaudern. Halt, bleib ruhig, Mann. Wir können reden, wenn wir hier raus sind. Sollen wir jetzt einen Stromkack suchen oder was? Safe da oben. Ein Transformator. Das hey, ich Vorsicht mit dem Kindheit. Ding, ja? Mhm. Klar, ich bin ganz vorsichtig. Tatsächlich nicht drauf geachtet, ob die vorher schon da waren. Ah, Monolith, okay. Gut. Ich wollte mich schon wundern, was hier auf uns wartet, ey. Warum hier so krasse Gegner sind. Aber beim Monolithern wundert mich gar nichts. Wir haben einen mit, ne? Eigentlich könnt ihr uns mal erklären, was hier los ist. Keine Sorge, wir hauen gleich hier wieder ab. Mei, ey. Monolithern sind harte Gegner. Die haben echt viel Granaten da. Eine Thunder. So deutlich schlechter als unsere Waffe. Sehr gut. Die Thunder braucht auch, glaube ich, ja genau, die braucht die Munition. Von der haben wir nicht so viel, deshalb nehmen wir die auch gar nicht mit. Gut, hier geht's weiter. Ach, hier kamen die her. Okay. Gut, ich glaube, wir können jetzt durch die Tür gehen. Wir haben jetzt den Strom aktiviert, wir haben Hunger. Und wir verbluten gerade. Und dann nehmen wir nochmal ein Medkit. Und wir drücken nochmal 5. Tür blockiert. Hier sind noch 4, okay. Es ist zu und da ist kein Schalter. Ich werde das Gefühl nicht los, dass jemand in den Kontrollraum muss, um das Problem zu lösen. Hm. Hast
du gerade an deinem Kumpel geknabbert? What the actual fuck? Das ist vielleicht nicht so schlau. Okay. Die Anomalien interessieren euch nicht. Oh, hier ist offen. Hier war vorhin nicht offen. Jungs, kommt ihr? Achso, ich muss nach oben. Ach, nö, ich hab da gar keinen Bock drauf. Lauf einfach weiter, Kumpel. Ich gebe dir Rückendeckung, keine Sorge. Danke. Ich bin voll beruhigt. Wissen wir eigentlich, wo wir sind? Ja, mitten im Nichts. Top. Okay. Du bist nicht bei mir. Ich wette, die Tür geht hinter mir zu und ich komme nicht mehr raus. Mündungsfeuer rechts! Ich meine, es liegt. Die gehören mir. Ist er tot? Jetzt ist er tot. Ich glaube, der Monolither von uns ist tot. Und deshalb meckern die gerade nicht rum. Der ist tot, das ist tot. Irgendwo lebt hier nämlich noch einer. Sind nämlich noch vier. Die Türen dort sind offen. Sollen wir dort entlang gehen? Es macht sicher keinen Sinn, hier herumzustehen. Wartet, Jungs, ich komme ja schon. Da lebt irgendwo noch einer. Wir müssen aufpassen. Ich möchte nicht noch einen Mann verlieren. Kommt ihr? Ah, jetzt kommt's, okay. Der Typ scheint eher in die Richtung zu gehen, zu sein. Ist da ein Toter? Haben wir geschossen? Das hier habe ich genau gehört. Und hier liegen zwei tote Monolithen. Ich glaube, die standen zu nah hinter der Tür, als ich die geöffnet habe. Nach Stalker. Freddy fragt gerade, was nach Stalker kommt an Let's Play. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ibeam ist mir tatsächlich nicht so ganz sicher, was danach kommt. Gegner, zwei Leute. Du musst den Knopf drücken. Da sind drei Gegner hinter. Ich habe ein Bomb. Und das verhält nicht gut. Keine Angst, sind nur Zombies. Dann ist er safe hier. Ich glaube, Monolithen sind nicht die besten Freunde von Zombies. Es war eine tolle Idee, mich hier anzuschließen. Wie sonst hätte ich einen so wundervollen Ort sehen können? Meinst du jetzt ernst oder willst du mich gerade mimen oder was? Triff den doch immer. Kann ich hier durch? Nein, okay. Dummer Schnork. Also wie gesagt, Freddy hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben und gefragt, was nach Stalker kommt. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Werde ihn mal fragen, ob er irgendwas bestimmt sehen will.
passt. Aber ansonsten weiß ich es noch nicht. Hab mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Und sollte ich, aber ich denke, Stalker geht einen Augenblick. Ich glaube, ich loote jetzt gerade noch nicht die Boys. Das lohnt sich, glaube ich, gerade nicht so wirklich. Ich habe noch genug Munition. Verbrate ich eigentlich die ganze Zeit schwere Munition? Ne, normale. Ganz ruhig, Jungs. Erster Sturz. Bodenliegende. Die kannst du auch verrecken lassen. Was bist du denn? Du hast aber eine krasse Rüstung an Film. Zombie. Hä? Okay, ist einfach weg. Ganz schön hart viele Zombies hier platt gemacht. Ich finde die Taschenlampe ist zu scheiße. Tatsächlich. Das ist keine richtig gute Taschenlampe auf jeden Fall. Gut, die Metro war noch schlimmer. Sind wir mal ehrlich. Sobald natürlich Metro Exodus raus ist, kommt erstmal Metro Exodus. Aber es wird halt ein ewiges Projekt auf meinem Kanal. Ich denke, das wird bestimmt so 200 Parts gehen, schätze ich jetzt mal. Ist ja Open World. Ich denke, das wird ein sehr langes Projekt bei mir. Okay. Ich mache hier aber nochmal richtig und gehe hier raus. Und jetzt dürfte gleich ein Ladescreen kommen. Schätze ich, ich weiß es nicht. Ja, nice. Der erste Ladescreen, glaube ich, im Spiel, oder? Also, dass wir wirklich einen Gebietswechsel haben. Weil sonst mussten wir mit Pilot gehen. Achso, übrigens, Tipp 19, nehmen Sie Nahrung mit, wenn Sie länger unterwegs sein werden. Bei sehr großem Hunger wird Ihre Ausdauerregeneration in Mitleidenschaft gezogen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Mir läuft übrigens schon wieder der Sabber aus den Mundwinkeln. Und deshalb mache ich mir die ganze Zeit dieses... Das soll ich ja nicht, tut mir leid. So, Taste drücken. Cutscene? Cutscene. Und ein Haufen Gegner. Mission abgeschlossen. Pripyat 1. Nach Pripyat gehen. Wir kommen da einfach mal ganz meme-mäßig raus. Gut, dass der Sniper als erstes rausgeht, anstatt jemand mit einer Nahkampfwaffe. Ja, da steht direkt einer. Wir sind nämlich nur zu dritt. Leg die Waffen auf den Boden, sofort! Nicht schießen! Ich bin Leutnant Sokolov, Co-Pilot von Stingray 4. Ich bin auf dem Weg nach B-28 zur Evakuierungsstelle. Ich habe Informationen für Kowalski. Bringen Sie mich zu ihm. Sie kennen Kowalski? Ich bin Major Dektarev vom ukrainischen Geheimdienst. Was haben Sie mit dem Kommandeur zu tun? Ich bin hier, um das Fehlschlagen der Operation Fairway zu untersuchen. Stoker habe mir geholfen, nach Pripyat zu gelangen. Ich wusste es. Du bist auch einer von uns, Junge. Ihr seid ein lustiger Haufen, oder? Was haben Sie denn gedacht? Dass wir aus Spaß hier sind? Warum so feindselig? Sehen Sie nicht, dass wir hier alle gut miteinander auskommen? Ich und Agent haben einiges durchgemacht. Das können Sie mir glauben. In Ordnung. Recht, folgen Sie mir. Oh, noch mehr Militärs. Die waren auf uns vorbereitet, aber wie? Na gut, Schüsse aus dem... Ah. Und mir ist es völlig egal, wer für wen arbeitet. Top. Ich weiß übrigens nicht, wer unser Sniper ist. Ich glaube, es ist... Der Technik-Fuzzi. Ich bin mir aber überhaupt nicht sicher. Leider. Ich finde cool. Guten Tag. Ich bin Oberst Kowalski, Kommandeur dieser Einheit. Jo moin, ich bin Major Dektarev von der ukrainischen Geheimdienst. Ich bin autorisiert, das Fehlschlagen der Operation Fairway zu untersuchen. Ihr Verteidiger. Dann hören Sie mir jetzt zu, Major. Operation Fairway ist zusammen mit unseren Hubschraubern gescheitert. Die Hälfte meiner Jungs ist draufgegangen und wir haben keinen Kontakt zu Hauptquartier.
Ich will genauso wie Sie wissen, warum die Operation fehlgeschlagen ist. Du hast eine Theorie? Ich würde sagen, was er für eine Theorie hat, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.